Tanja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Heute werde ich so viele Häuser beklauen, wie ich es irgendwie schaffe, bevor die Polizei mich schnappt und fängt, unweigerlich. Also ich bin mir nicht sicher, wie gut die Polizei hier in Brookhaven ist. Heute spielt das Wetter aber auch mit für mich. Es ist neblig, es ist dunkel, die Leute werden nicht sehen, wo wer kommt. Ich räume die Dinge aus. Erstmal muss ich mir aber mein Outfit wechseln, damit ich undercover bin, okay? Weil ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, ich brauche irgendein schwarzes Outfit, was, weißt du, was mich unauffällig macht. Irgendeinen schwarzen Pulli auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Vielleicht noch irgendwas, eine Gesichtsmaske oder so. Die? Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht, glaube ich, gut aus. So, zack, pum, peng, sind quasi der geborene Einbrecher. Und dann, die sagen, auf in unser erstes Haus. Oh, ich habe hier aber gesperrt. Damit wir nicht ausgeraubt werden, selbstverständlich. So, okay. Gegenüber wohnte Hermine 2096, aber die steht vor ihrem Haus, deswegen müssen wir da später drauf zurückkommen, dass wir die ausrauben. Aber, oh, wir haben hier noch einen Kandidaten. Ja, ich guck mal kurz, ob das Haus auf ist. Oh, okay, das ist auf. Okay. Wir schleichen uns jetzt hier rein. Wo ist denn der Safe? Ich habe keine Ahnung, wo der Safe in dem Haus hier ist. Okay, warte mal, hier geht's hoch. Ist hier der Safe? Wo ist denn dein Safe? Wo ist dein Safe? Hier ist das Schlafzimmer, hier ist auf jeden Fall kein Safe. Warte mal, ich muss mir ein bisschen TNT nehmen schon mal. Ich glaube, das braucht man. Oh, hier ist der Safe. Okay, warte, kann ich den aufmachen? Ne, wir sprengen den. Okay, und haben wir? Nein, ich habe es nicht nah genug drangelegt. Verdammt. Wir müssen das hier platzieren. Auf dem Safe? Neben dem Safe? Ja, neben dem Safe. Okay. Ja, da ist es. Da ist es. Den klauen wir. Wieso komme ich da nicht ran an das Geld? Mann, wieso kann ich das nicht klauen? Hallo? Doch, da habe ich's. Oh nein, Security hat mich erwischt. Okay, ich muss hier raus. Schnell, raus. Hier ist die Garage, die ist offen. Okay. Ich war nichts. Ich habe nichts gemacht. Die war gerade auf dem Weg dahin. Oh nein, die folgt mir. Okay. Wir haben erfolgreich unser erstes Haus ausgeraubt. Let's go. Und dann suchen wir uns mal unser... Oh, die folgt mir. Nein, die ist Polizistin. Nein. Okay. Hier ist ein Auto. Warte, wir sind hier nur am Klamotten-Shoppen. Gehen durch den Hintereingang. Das muss jeder gute Einbrecher muss wissen, wo man die Hintereingänge benutzt. Und wir verstecken uns kurz im Mülleimer, bis die Gefahr vorbeigezogen ist. So. Dann sind wir nämlich hier erstmal sneaky und haben unser Geld dabei. Und okay, das war schon mal ein erfolgreicher Diebstahl. So, ich denke, der Bunker hier ist gut ausraubbar. Okay, die gießt gerade ihre Pflanzen. Dann gehen wir mal runter. Wo ist denn hier, wenn ich in Safe wäre, wo wäre ich? Auf jeden Fall im Schlafzimmer. Okay, das ist nicht richtig. Hier. Oh, im Wandschrank. Im Wandschrank. Klassiker. Okay, das sprengen wir kurz. Ich bin jetzt hier sehr... das war eine gut... Guckt euch das mal an. Was das für eine Banger-Bombe ist, die ich hier platziert habe. Direkt vorm Safe. Okay, warte mal. Ich gebe ein, zwei Schritte zurück. Sicherheit geht vor. Bomb, Remote. Warte, hat die sich wieder... Habe ich die aufgesammelt? Nein. Okay, Bomb, Remote und... Let's go! Okay, explodiert. Und dann schnappen wir uns. Aber wir dürfen die Bombe nicht in der Hand haben. Schnappen wir uns das Geld. Security hat mich erwischt. Das ist natürlich unpraktisch. Aber wir sind unauffällig unterwegs. Und müssen wir jetzt hier wieder fliehen? Oh, verdammt. Ich war oben, gell? Oh ja, die ist oben. Hi, sorry. Na, wie geht's? Stehen bleiben. Nee. Sorry, ich bin unterwegs. Ich muss hier leider raus. Tschüss. Wir haben jetzt zwei Häuser. Bis jetzt recht erfolgreich. Wir haben auch, glaube ich, unsere Verfolgerin abgeschüttelt, so wie ich das sehe. Wir sind natürlich auch unentdeckt. Ja, wer will uns denn zuordnen, jetzt wo wir eine Maske und einen Cappy auf haben? Lake House gibt es heute keins. Aber wir können uns jetzt mal hier hochschleichen. Hier waren wir gerade. Mist. Okay. Aber ich denke... Darf ich schon mal versuchen reinzubrechen? Hier. Fabio fährt gerade weg. Fabio fährt gerade zur Arbeit in seinem Sportauto. Schade, Fabio. Wenn du zurückkommst, ist dein Geld leider weg. So. Hat abgesperrt. Verstehe. Das ist ungünstig, wenn er abgesperrt hat. Aber es gibt trotzdem natürlich immer einen Weg rein. Und zwar mit Treppen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin nicht so der versierte Einbrecher. Aber ich versuche mein Bestes. Okay, hier ist eine Treppe. Komme ich damit ansatzweise auf die richtige Höhe? Nö. Kann ich Treppen übereinander stacken? Nee, ich komme hier nicht rein. Wie komme ich denn... Vielleicht... Oh, vielleicht über mein Haus.
wenn ich auf mein Haus gehe und ich gehe da oben rein. Warte mal. Vielleicht ist es tatsächlich hier der Move. Okay, jetzt müssen wir hier nur irgendwie rüberkommen. Oder ich kann einen Sprung machen. Ich glaube, das geht sprungweise. Müssen wir hier nur irgendwie auf mein Dings kommen. Nein, okay. Mist. Aber wir sind auf jeden Fall drin. Fabio, mach mir mal auf hier den Salat. Fabio, lass mich rein. Bitte. Ich bin ganz lieb und freundlich. Und will dich nicht beklauen. Nein, nein, das habe ich nicht vor. Wir könnten Freunde sein, Fabio. Fabio will mich nicht. Ich glaube, Fabio hat sein Haus abgesperrt und ich komme hier nicht rein. Und ich weiß auch nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Ich brauche eine Leiter. Eieiei. Na gut, dann setzen wir hier mal eine Leiter hin und fliehen. Schade. Okay, wir brauchen aber noch irgendwo Geld. Nachdem uns... Wie kann das denn sein? Wir brechen denn bei mir ständig Leute ein. Und ich kann nicht in andere Häuser einbrechen. Gibt es hier irgendwo eine geheime Einbrecherschule oder sowas? Wahrscheinlich. Die 18. Aha. So. Oh, warte mal. Hier die 21. Warte, hier ist ein Polizeiauto. Unauffällig bleiben, unauffällig bleiben. Nicht verdächtig machen. Hier, ich wohne hier. Ich bin Blamina 38. Die hat ihr Haus nicht auf. Klasse. Wie kommt man denn da rein, wenn die ihre Häuser nicht auf haben? Also ich kenne nur den einen Trick mit der Leiter. Das war's. Ansonsten ist meine... Erfahrung. Okay, warte mal. Hold up. Kann man Haustüren sprengen? Nein. Verstehe. Haustüren lassen sich nicht sprengen. Das ist schade. Aber vielleicht kommt man hinten rein. Irgendwie muss man doch in diese Häuser reinkommen. Das kann doch nicht sein. Ich werde doch auch ständig ausgeraubt. Hier, Glastür. Nein, die Bombe hält nicht. Die Bombe hält nicht. Ich kann hier irgendwas explodieren, aber das bringt mir nichts. So. Hier auf den Stufen. Hallo? Irgendjemand, bitte? Bombe? Oh ja, das ist gut platziert. Wieso gehen Glastüren nicht kaputt? Ich verstehe das nicht. Ich bin enttäuscht und traurig. Und ich wünschte, Blamina würde mich reinlassen. Blamina, dann hast du Glück, dann bist du heute nicht ausgeraubt. Dann rauben wir deinen Nachbarn aus. Der auch abgeschlossen hat. Wieso haben denn alle abgeschlossen? Wo sind wir denn hier? Nein, hier ist die Polizei. Hi. Was geht? Wie geht's? Vielleicht stehen bleiben und Hände hoch. Verstehe. Nein. Okay. Es tut mir leid. Ich habe nichts geklaut. Ich schwöre, es muss sich hier um ein Missverständnis handeln. Ich war friedlich. Nichts gemacht. Verhaftet wegen Diebstahl. Ich will nicht ins Gefängnis kommen. Ich habe doch ein... Also, ich habe eigentlich niemanden ausgeraubt. Wie jetzt, wo ich es mir überlege? Moment. Nein. Ich bin unschuldig. Einmal einsteigen und mitkommen? Glaubt sie mir. Es liegt eine Verwechslung vor, vielleicht? Bitte? Ah. Da ist vielleicht jemand anderes gerade hier unterwegs, der Häuser ausraubt. Weil ich war es nicht. Also, ich habe jetzt gerade... Wir haben Videobeweise von ihm. Okay, das ist unglücklich. Dann steige ich ein. Gut. Mist. Das ist tatsächlich nicht, was man hören will. Bin ich auf dem Fahrersitz? Tut mir leid. Ja, gegen Videobeweise macht man tatsächlich gar nicht mal so viel. Ich habe natürlich auch mein Inventar ist noch voll mit Geld und einer Bombe und einer Leiter und jetzt den Handschellen. Also eher ungünstig. Aber vielleicht komme ich auf Bewährung raus, weil ich habe ja nicht wirklich was ausgeraubt. Jetzt muss ich zur Polizei. Nee. Mann, wieso denn? Hi. Polizei ist ja, glaube ich, auch nicht nötig. Krieg ich eine Verwarnung vielleicht? Verwarnung? Mitkommen. Aha, verstehe. Ich komme mit. Mann. Okay, hier Polizeistation. Hier ist aber niemand. Hier arbeitet keiner. Hier kann ich, glaube ich, gut ausbrechen. Ich meine, hier könnte ich ausbrechen. Hier muss ich rein? Ist das jetzt meine Zelle? Verstehe. Okay, das ist gar nicht mal so gut. Hey, Entschuldigung, Lady, aber es handelt sich hier um grobes Missverständnis. Die Videoaufnahmen, die können gar nichts beweisen. Weil, nämlich... Ach du kurz, ich mache jetzt hier mal
kleinen Trick, und zwar setze ich meine Maske ab und dann erkennt die mich nicht wieder. Sie haben die falsche Person. Moment, ich mache auch mein Cappy ab. So. Zack, Pumpeng. Hier, oh mein Gott, ich wurde ausgeraubt! Hilfe! Marie hat mich beraubt. Ich bin das Opfer hier. Es ist wirklich passiert. Netter Versuch. Aber hier steht's. Roblox unterstrich sucht die Marie has robbed your safe. Wie hat die mich ausgeraubt? Wenn ich habe mein Haus auch abgeschlossen. Ich verstehe das nicht. Wieso sind andere so viel bessere Diebe? Ich bin der schlechteste Dieb aller Zeiten. Sorry. Ich wollte wirklich nicht räubern. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt sau ungünstig. Was macht man in so einer Situation? Wie kann ich denn hier fliehen? Wie komme ich denn hier raus? Guck mal, hier schreibt auch jemand Blamina. Sie bleiben jetzt hier. Verstehe. Meint sie mich? Ja, ich glaube schon. Na toll. Gut, das war's dann mit einem, ich würde sagen, semi-erfolgreichen Tag in Roblox Brookhaven als Verbrecher. Wir haben zwei Häuser ausgeraubt. Wir sind dann leider ins Gefängnis gekommen, weil ich zu doof bin, abgeschlossene Häuser auszurauben. Aber ich meine, das zeigt ja auch nur, dass ich ein sehr ehrlicher Mensch bin, schätze ich mal. Und wir haben unser Geld noch. Also würde ich sagen, alles in allem war es eigentlich ein Erfolg. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und dann war es das mit dem Video. Macht's gut. Tschüss.